Kuchen! Damit herzlich willkommen zurück. Bei Lego, der Hobbit, wir setzen unsere Geschichte direkt mal weiter fort. Auf einem Berg mit einer kleinen Zwischensequenz. Mit dem Zauberer. Das ist toll. Ach du. Warum bin ich? Das war geil. Das war jetzt geil. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt? Ja. Das war jetzt geil. Ich zwinge mal ein bisschen. Oh, dann spielen wir jetzt gleich mit zwei Zauberern. Als unser Feind zurückgekehrt ist, müssen wir das wissen. Geht zu den Grüften in den Bergen. Hast du das Radar jetzt gesehen? Guckt auf das Zeichen, auf Gandalf. Oh. Er hat nämlich keine Ahnung gehabt, glaube ich. Wetten, du bist Radagast? Ja, bestimmt. Bin der Verrückte. Nee, ha! Ich bin Radagast. You're the crazy man! Ich kann auch genauso viel Magie schießen. Oh, hier ist irgendwas aufgegangen gerade. Ach, wir sind wieder im, in der Overworld. Jetzt bin ich in den Trollhöhlen. Wie komme ich hier wieder raus? Durch die Tür, die du reingekommen bist. Achso. Wir sind wieder in der Overworld, deswegen würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Level. Ja, aber du kannst das Kanickel hier mal heilen, oder was das ist. Ich bin mal einmal kurz... Achso. Das ist eine Taube. Mit richtig coolen Füßen, ja? Ja. Das musste ich sowieso machen, anscheinend. Ja. Die macht uns nämlich jetzt die Brücke runter. Klingt verdammt logisch. Aber sowas von. Gandalf und Radagast stehen vor den Felshöhen von Rudau. Gandalf. Der Grabstätte des Hexenkönigs von Angmar und der Neuen. Es wurde von seltsamen Begebenheiten an diesem Ort berichtet. Und die Zauberer wollen diesen auf den Grund gehen. Auch eine blöde Frage. Warum begraben die die Neuen in Mittelerde? Und schicken die nicht auf dem Floß irgendwo weg? Tja, also, vor allem na, mit dem Hexenmeister müssen wir doch denken, dass die wieder zurückkommen, oder? Da scheint es windig zu sein. Falls unser Feind zurückgekehrt ist. Falls unser Feind zurückgekehrt ist. Hat Radagast irgendwas sowas kann er machen? Auf Licht. Cool. Hat der kann ich das auch? Ein Schwert? Ja, gar nichts. Ja, du kannst auch Licht machen. Ich hasse das, wenn die kein Schwert haben. Zauberer hängen an Blümchen. Warum falle ich nicht runter? Keine Ahnung. Uhr. Na toll! Gandalf, der Alte kann nicht mehr springen, ey. Alter, Sack. Hä? Warum? Ich hab's gerade irgendwie nicht gebacken gekriegt, da reinzuschießen. Ah ja. Krass. Magic! Ein, guck mal, man braucht einen Zauberer, um das da dran hier zu öffnen, da dran zu springen und da zu zaubern, um über diese Lücke zu kommen. Ah. Richtige Zauberer könnten hier so drüber. Aber gut, nur mal so erwähnt. Jetzt bauen wir uns eine Brücke. Mister fällt noch daneben. Ja, wie geil. Ah, herrlich. Ich liebe das. Gandalf ist doch schon einmal gestürzt. Mach mal den Vogel da heile. Den Vogel heile. Ich zeige ihm meinen Stab. Da wird er wieder ganz weiß von. Ne, doch nicht, wird er nicht. Er bleibt schwarz. Hm, doof. Meiner macht. Summt sich hier voran.
It's magic. Lego money. Zauberer wird drin. Oh, warte. Bam. Bevor du da reingehst, vielleicht hier noch mal eben. Ja, ich wollte noch nicht. Ich wollte nur das Geld aufsammeln. Weil zum Beispiel auch hier so. Pling. Mega viel Geld. Können wir da schieben oder brauchen wir da wieder irgendeinen Dick? Können wir nicht, ne? Na dann. Warte. Nee, dadurch auch nicht. Tritt Freund und tritt ein. Das sind dunkle Zaubersprüche, Gandalf. Genau, Stab ist kaputt. Und voller. Ah, kann nicht mehr. Ah. Die Glühbirne war nur nicht richtig festgedreht. Wer ist hier begraben? Oh, das sieht aber cool aus. Sieht echt cool aus, weil mich nicht. Das ist cool Design. Verhältnisse auf jeden Fall. Uah. Geht schon los hier mit den Horrorspielen. Ja, ich glaub's auch. Da bin ich jetzt wirklich erschrocken. Wer kann denn damit rechnen? Jo. Du musst da dran hängen bleiben. Ja, aber ich muss hier erstmal. Das will ich nehmen. Ja, die Schatten sind echt gut. Vor allem, boah, der Hall ist auch geil. Muss man gleich drauf hören. Wenn der so. Stimmt. Das ist cool. Oh. Oh, das ist eine nette Kameraperspektive. Wie so in alten Spielen, so Zelda-mäßig oder so. Ja. Finde ich gerade echt cool. Ist aber cool gemacht. Auch die Stage hier. Oh, das hat Stage gezeigt. Haben sie echt Mühe gegeben bei diesem Level? Ich habe irgendwas aktiviert. Ich auch so ein Ding. 2 von 3. Blau Laterne. Wow! Was tust du? Es sind Fallen. Gibt halt auch Fallen. Oh. Alter, der Hall ist echt krass. Warte mal. Oh ne, okay. Klar. Das sah möglich aus. So. Das ist auch eklig. Guck das mal an. Es geht die ganze Zeit hoch. Ja, die ist auch mal hoch und runter. Warte, noch nicht dran schießen. Weil ich wollte erst das hier einsammeln. Du hast da auch noch so eine Legend. Ja, deswegen, das wollte ich. Aber da dran schießen kann ich trotzdem. Weil das da kann Gandalf nicht hingehen? Was? Was? Der hält ja sich die Ohren zu, wenn ich da hingehe. Achso. Aber vielleicht muss Radagast da hingehen? Kann das sein? Nee, doch nicht. Kann er mal eben kommen. Weiter geht's da vorne in so einen Tunnel. Guck, der hält sich die Ohren zu. Ne, der auch. Kann ich auch nicht. Okay. Und wir wissen dann immer noch nicht, was das ist, weil das haben wir schon öfters gehabt, dass die sich die Charaktere die Ohren zuhalten. Hm. Oh, guck mal, wie das hier auch. Ja, das ist schon geil. Ja, wenn man jetzt den Ring hätte, ne? Ja, dann fällt's mal in den Ring, ne? Scheiße, alter Mann, ey. Wenn ich nichts machen krieg. Boah, Radagast ist echt eine Null. Der haut hier so langsam zu, ey, ich leck mich am Arsch. Ich mach hier schon die Quest, weil ich einfach nicht so gut mit den Dingen und mit den Viechern. Respekt.
Also das Spiel überrascht mich gerade doch sehr. Ja, also die Passage jetzt hier ist ja gerade extrem geil. Da bin ich so ein bisschen an den ersten, also den Lego Herr der Ringe, wo wir ins Reich der Toten mussten. Ja. Nur dass halt da sehr, sehr viel offener war und nicht so bedrängt und so weiter. Hier sind die Effekte einfach mal tausendmal geiler. Ja. Ich glaube, hier haben sie auch alles reingestopft, was ging. Einfach um zu zeigen, was wir können. Oder was die können. Du musst das Vöglein da heilen. Ja, mach gleich. Lass den Vogel mal wieder vögeln. Ja, dann zerstör du mal die Umgebung. Hier unten sind noch zwei Bänke. Nah. Ich glaub, das ist ein Rätsel, was wir da gerade haben. Einfach in der Reihenfolge. 2, 3. Achso, ich kann nur 2. 2. 3, 4. Da, 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 da. Das war langweilig. Nochmal? Ja. Rechts. Okay, ich mach die ersten beiden. Ja, und dann war links anfangen, ne? 2. Ja. Links unten und dann. Tada! Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Hast du wieder erschrocken? Nee. Boah, da gast du null. Der ist echt blöd mit dem. Man stolpert der einfach zurück, wenn man schlägt. Oder wenn man geschlagen hat. Money. Oh. Was zum. Viel zum Zaubern auf jeden Fall. Ja. Oh, wieder ein Rätsel. Ist ja gerade auch so ein Schauer mit dem Lauf. Ein bisschen, ja. Mir auch. Es ist ein bisschen kühl gerade. Wetter draußen ist ja auch nicht gerade pralle, ne? Also Real Life draußen. Kann ich da dran schießen? Komm, ein Stück zurückgeben. Komm. Nee, kann ich nicht. Renn du da vorne mal ein bisschen rum, ich baller mal ein bisschen. Ja, ich. Kann ich was bauen? Meisterling! Ich hab schon wieder fast 100.000 zusammengebaut. Provisorische Leiter, damit haben die es echt. Also das rechte, linke Feuer habe ich angezündet. Ich seh's. Aber danke des Hinweises. Machst du das rechte? Ja, natürlich. Muss ich da drauf stellen und dann kommt da was aus der Wand. Spatz, spatz. Bestimmt Redstone hinter. Ja. Ganz sicher. Da zieht's, glaube ich, ein bisschen. Nee. Ich glaube nicht. Ich hole, wir fliegen da runter. So. Aber auch eine interessante Idee, aber. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Leck mich am Arsch. Aber Gandalf kämpft hier cool. Der schlägt so nach links mit dem Schwert. Ja, ich kann auch so in die Seite hauen. Du kannst nicht springen. So. Aber nur an bestimmten Stellen. Nur wenn es programmiert ist. Nur wenn es programmiert ist. Schneller! Ist wie die Harry Potter Spiele. Da durftest du auch nur springen, wenn es programmiert ist oder wenn du irgendwann Ecken. An Ecken durftest du auch springen. Sonst durftest du gar nicht springen. Wenn du bis Harry Potter irgendwo überlebt hat, der nicht springen kann. Wow. Wir haben mich jetzt überholt? Ja. Auch nicht. Sicher, dass wir das Grab öffnen sollten? Ja, ja. Ganz tolle Idee. Ja, was willst du anderes machen? Ziehen können wir nicht. Lass mich doch vor, Mensch. Nein. Hey, du. Ich muss weiterlaufen. Ja, dann lass mich doch!
Oh. Ja, toll, du läufst einfach weiter. Ja, ich kann nichts machen. Ich häng da und er läuft weiter. Ja, konnte ich nicht. Ja, ist ja gut. Schneller als du. Guck mal, wie weit das runtergeht, hast du gesehen? Ja. Oh. Ich häng wieder ein bisschen ab. Hm, hm, hm. Echo, Echo, Echo. Mal gucken, ob ich zu der Zeit, wo wir jetzt hier drin sind, unserer Stimme auch eine Echo verleihe. Na, vielleicht ein ganz bisschen. Ja. Aber wäre cool. Damit das Echo, das Echo, das Echo. Zwei. Wer ist hier begraben? Alte Männer, die nicht. Er wäre nur bekannt als ein Diener des Bösen. Oh. Ehre? Einer Schar. Einer von neun. Der Hexenkönig von Angmar. Ja, überleg doch. War da gerade ein Vogel? Mist. Alter, was? Hat der jetzt einen Film auch? Ja. Okay. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Der hat auch ein Vogelnest im Haar im Film. Dum, 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 er ruft seine Diener. Den Beweis finden. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Es gibt übrigens immer noch keine DLCs. Meister Die. Ist auch irgendwie komisch finde. Also so Charakter-DLCs da irgendwie sowas. Es ist ja schon ein DLC angekündigt für den dritten Hobbit-Film. Ja, das ist klar. Und ich denke, dass sie dann auch da Charakter und sowas neu mit reinmachen. Ja, das sowieso. Aber ich dachte so irgendwie, meistens gibt es Charakter-Packs. Für Lego-Spiele. Die man dazu. Mein Gott. Ich sehe das schon kommen, wenn wir nachher durch Mittelerde laufen. Links und rechts überall Quests. Alles voll. Ja. Dann laufen wir einmal durch Mittelerde und nehmen alle Quests mit. Und auf dann laufen Weg wir einmal zurück und machen alle, ja. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Kurze, schnelle Abmoderation. Bis dann. Und auch kurze Folge. Bis dann. Tschö.